und Dieter Bohlen. Herzlich willkommen. Hallo, jawohl. Das ist ein Mannsbild. Na ja. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind der erfolgreichste deutsche Komponist. Das stimmt. Ist das nicht toll, dass die erfolgreichen großen Komponisten in Deutschland immer mit B anfangen? Bach, Beethoven, Brahms, Bohlen. Also das ist doch, das kann doch kein Zufall sein. Ja, ich habe sowas mal aus Spaß gesagt. Ich habe gesagt, also dass es was Gemeinsames gibt zwischen Bach und Beethoven und mir. Das wurde dann auch gleich wieder falsch ausgelegt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Sowas was natürlich heißt Erfolg, der erfolgreichste? Naja, ich meine, also sowas kann man natürlich ganz leicht lesen. Und zwar, es gibt in Deutschland mit dem Charts. Und da widerspiegelt sich quasi das, was man an Schallplatten verkauft. Und dann gibt es eben einige Leute, die hatten einen Hit. Und dann gibt es Leute, die hatten 4 Hits oder 10. Und ich hatte eben 85. Und das hat eben keiner vor mir bisher geschafft. Also ich würde Ihnen sagen, der Mozart, der ist natürlich Österreicher. Wenn der heute leben würde, der hätte viele Hits. Ja, bestimmt. Das also glaube ich, da, glaub ich auch. Wenn man da diese ganzen. Aber der ist jetzt außer Konkurrenz. Der ist außer Konkurrenz. Nur weil er Österreicher ist. nein, diese Verkaufszahlen, wissen Sie etwa, wie viele Platten Sie verkauft haben? Ja, über 100 Millionen jetzt. Über 100 Millionen. Und wie viel Gold in der Schallplatte? Ja, so 600. Und dann noch so 50 Platin und so. 650. Ja, wie, ja, ich weiß, also da braucht man nicht so, ja, da braucht man nicht vor Ehrfurcht erstarren, nein, oder so. Nein, also das ist toll. Die Dinger, die sind irgendwie, die sind auch nicht aus Gold, die hängen da irgendwie Gold, und also. Ihr Image ist ein ausgemachter Macho. Was würden Sie selbst dazu sagen? Sind Sie einer? Ja, das ist Blödsinn. Also nur, ich weiß nicht, ob die Presse einen gebraucht hat, gerade zu der Zeit, als ich angefangen habe, da. Ich habe natürlich auch oft so kontroverse Sachen mal gesagt. Also früher in Fernsehsendungen, wenn ich so das Gefühl habe, die Leute schlafen ein oder so, habe ich irgendwie mal einen Spruch losgelassen und dachte, die Leute nehmen das auch ein bisschen so von der Humorseite. Aber man muss sich eben ganz genau überlegen, immer was man sagt und so. Das ist eigentlich nicht meine Art. Also oder wenn man manchmal zum Beispiel, wenn ich 14 oder 16 Stunden im Studio gesessen habe, und dann habe ich immer noch gesagt, ach komm, hinterher machen wir noch irgendwie ein Interview. Und dann nach so einer, ich sag mal, nach 16 Stunden Arbeit, dann will man sich ja irgendwie auch irgendwie befreien manchmal. Und das passiert dann natürlich verbal. Und dann lässt man mal einen Spruch los, klar. Und der vielleicht nicht ganz so ernst gemeint ist. Aber jetzt gehe ich lieber zum Fitness, da ist es besser. Ja, also Sie fühlen sich schon ein bisschen missverstanden. Ja, total, klar. Aber trotzdem passiert es Ihnen immer wieder. Sie sind ja schon ein alter Profi in dem Geschäft und wissen es. Und trotzdem rutschen immer wieder solche Sachen raus. Ja, eigentlich selten. Also ich meine, das ist nur einfach so, die wenn man erstmal in so einem Kasten liegt, dann bringen die immer sowas. Und ich meine jetzt auch mit meiner letzten Ehegeschichte, ich meine, da glaubt doch kein Mensch im Ernst, dass ich mich von so einer Frau wegen Putzen und Kochen getrennt habe. Das ist doch albern. Ja, nur, das wurde einfach aufgegriffen durch die Presse. Das fanden die einfach lustig. Das ist natürlich besser, so einen Spruch da irgendwie zu schreiben, als meinetwegen jetzt ausführlich darauf einzugehen, ganz dezidiert, warum das eben nicht so geklappt hat. Sind die Sprüche und so das Gehabe auch ein bisschen eine Inszenierung? Nee, also ich bin so, wie ich bin. Und ich sehe, also klar, ich hatte ja damals, war ich ja in dieser Gruppe Modern Talking. Und auch in der Schule oder wo immer das war, also ich neige sehr dazu, die Leute irgendwie zu polarisieren. Das ist mir aufgefallen. Also entweder finden die Leute sie toll oder genau, oder mega bescheuert. Und, aber ich meine, gut, lieber so finde ich, also dass die Leute irgendwie Anteil an einem nehmen, als dass ich mich jetzt selber verbiegen müsste. Und also ich bin so, wie ich bin. Und entweder die Leute akzeptieren das oder wenn sie mich nicht mehr mögen, meine Schallplatten nicht mehr kaufen, gut, dann mache ich das eben nicht mehr. Sie haben die Schule erwähnt. Waren Sie ein guter Schüler? Naja, also es gab bei mir zwei Etappen. Also das war eine Etappe, da war ich echt ziemlich miserabel in der Schule. Ich bin auch extra mal von der Schule geflogen. Warum? Ja, weil ich hatte immer Stress. Also zum Beispiel, wenn man mit 10 da sitzt, man kann meinetwegen im Musikunterricht, man kann Klavier spielen und sowas. Und der Musiklehrer erzählt einem da irgendwas von Tonleitern und so. Also das hat Sie gelangweilt? Das hat mich gelangweilt und dann natürlich... Dabei hätte ich gedacht, das einzige Fach, das Ihnen Spaß gemacht hätte... Nee, das war das Grausamste. Weil ich wollte natürlich auch meinem Lehrer immer zeigen, dass ich so der Größte bin bei Musik, ist ja klar. Und dann fängt man an zu provozieren und so. Und dann stand dann im Klassenbuch Dieter Bohlen, pult im Bauchnabel während der Musikstunde und all so ein Quatsch. Ich habe immer in der Nase gebaut. Ja. So hat jeder seine. Ja, ich habe dann da immer so gesessen und ganz gelangweilt getan. Und das fand die natürlich nicht so witzig. Ja.
In den anderen Fächern war ich auch nicht so besonders. Aber wenn dann irgendwie, wenn ich so gemerkt habe, Mensch, da ist jetzt eine 5 oder so, dann habe ich ein bisschen Gas gegeben, sodass man dann gerade immer so die Versetzung geschafft hat. Und dann kam natürlich so irgendwann natürlich auch der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Mensch, also willst du jetzt irgendwann mal Abi machen, willst du studieren? Das wollte ich auch. Und dann habe ich mich ein bisschen zusammengerissen, dann habe ich mein Abi gemacht, habe studiert. Sehr früh haben Sie das Abi gemacht? Ja, mit 17. Mit 17. Ja, ich wollte da nicht viel Zeit verlieren. So, also, weil so gut fand ich die Schule auch nicht. Sind nicht schnell raus, also schnell Abi machen. Sehr gut. Ja, aber es hat da eben auch, ich habe also damals sehr große Probleme mit meinen Lehrern gehabt. Weil heutzutage, wenn ich das an meinen eigenen Kindern sehe, die sind auch, haben ein bisschen Verständnis. Und damals also hat man sich schon, waren die Lehrer sehr, also sehr autoritär und so. Und dagegen habe ich mich natürlich schon immer so ein bisschen aufgelehnt. Wie waren die Eltern? Waren die auch autoritär? Nee, überhaupt nicht. Also meine Eltern hatten ja eben ein Baugeschäft, wo sowohl mein Vater und meine Mutter eben gearbeitet haben. Und die Mutter auch? Und die waren beide weg immer. Die haben gearbeitet, wollten Geld verdienen. Und ich hatte quasi so, ich bin so Freestyle-mäßig erwachsen. Also gar nicht irgendwie richtig streng erzogen oder so? Nee, überhaupt, es gab also überhaupt keine Erziehung. So. Ich musste irgendwie meine Grenzen eben selber mal erfahren. Dafür sind Sie aber ein anständiges Kerlchen geworden. Na ja. Aber ich habe immer versucht, also eben selber, also mir hat nie einer gesagt, also du musst heute Abend um 10 oder 11 zu Hause bleiben, zu Hause sein. Ja. Ich bin dann eben irgendwann um 5 Uhr nachts mit 12 nach Hause gewackelt. Und, 12 Uhr, ja. 5 Uhr nachts? Und, da wäre es ja schon bei anderen erstaunlich, wenn die sagen würden, du musst erst um 10 da sein. Da muss man ja schon um 8 da sein. Ja, klar. Aber wenn man dann natürlich am nächsten Tag in der Schule sitzt und ewig einpennt, dann merkt man irgendwann, also das bringt nichts. Also geh mal am nächsten Tag ein bisschen früher nach Hause und so. Und auch so, ich habe früher schon, eben, als ich sehr jung war, schon eben, man probiert ja alles aus. Ich habe alles ausprobiert, also eben Alkohol und so. Und dann war ich betrunken in der Schule, das fand ich auch nicht lustig. Nee, das ist klar. Und naja gut, und dann merkt man das irgendwann. Ist das der Grund? Sie trinken jetzt nicht mehr, glaube ich, oder? Wie, ich habe noch nie getrunken. Also. Nein, Sie sagen, Sie haben damals getrunken als Junge. Ja, nee, einfach mal ausprobiert, wie ist das, ja, betrunken zu sein? Und war das aber der Grund, warum Sie dann gesagt haben... Nee, wenn man da liegt, nicht mehr aufstehen kann oder so, nee, findet man ja nicht lustig. Ja. Und deswegen haben Sie irgendwann gesagt... Nee, und dann sagt man sich, Mensch, also ich trinke nicht mehr. Ich finde, also Alkohol und so finde ich einfach blöde. Also schon ein Unterschied, ob man mit 11 trinkt oder mit 40 oder 30 oder das so. Stimmt. Aber ich meine, also es gibt eben Leute, die machen diese Erfahrung früh, ja, und lernen daraus und manche ja überhaupt nicht. Und besser als so, als wenn ich jetzt wie Harald geendet hätte oder so. Ja. Waren Sie in, stimmt das, dass Sie in der Zeit in der DKP waren, in der Deutschen Kommunistischen Partei? Ja, das stimmt. Also mit 13 bin ich also in die DKP eingestiegen. Und ich war damals gegen alles. Ich habe damals auch... Das war eine rebellische Sache. Klar. Also so, ich war voll pubertär, in der Pubertät. Und meine Eltern hatten natürlich auch so ein wunderschönes Haus. Da habe ich dann erstmal so eine rote Fahne mit Sichel und Hammer geflaggt und so. Das fanden meine Eltern natürlich auch nicht so besonders gut. Und das war immer alles sehr, sehr kontrovers. Aber ich meine, meine Eltern und wir haben dann ab und zu schon mal diskutiert. Mein Vater hat dann natürlich die Fahne irgendwann auch runtergeholt. Und dann bin ich irgendwann, DKP fand ich nicht mehr so gut, dann bin ich zu den Jusos gegangen und habe da ein bisschen so 2 Jahre mitgearbeitet. Und dann wird man eben immer so normaler, wenn man eben die auch merkt irgendwie. Das ist wunderbar. Ich grüße den Vorsitzenden der Jusos. Nein, wenn man da eben jeden Abend dann hingeht, mit, ja, den Leuten redet, dann merkt man doch eben auch viel, was Träume sind. Ja. Und ich sag mal, Sozialismus, Kommunismus, das sind ja Ideale, die ich total gut finde. Aber das ist real einfach nicht möglich. Und irgendwann überlegt man sich dann, naja, okay, man muss irgendwie so doch so ein bisschen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Und wenn ich da überlegt habe, ich meine, dass wir dann, ich meine, ich habe Engels, Marx, Mehrwerttheorie und also in Krempel gelesen. Und abends haben wir dann bei den Jusos über irgendwelche Laternen gesprochen, die irgendwo aufgebaut werden sollten. Und da war ein Riesenunterschied. Und da war ich irgendwie dann frustriert. Ja, ja. Und dann hatte ich eben keinen Bock mehr auf Jusos. So. Sind Sie heute politisch festgelegt? Ja. Aber also mehr in der Mitte. Mehr in der Mitte, gut. Sie haben dann auch studiert? Wirtschaft, also BWL. BWL in Göttingen, ja. Und auch, auch einen Abschluss gemacht, Diplom. Nein. Aber Sie sind dann ganz schnell in die Musikbranche. Ja, also ich habe im BWL studiert, weil normalerweise jetzt geplant war, dass ich mal da der Chef von meinen Eltern, also in dem Laden, genau, ja, ich sollte da so Straßen bauen und sowas.
und Brücken und Häuser und so, das hätte ich auch ganz lustig gefunden. Nur ich meine, ich hätte meinem Vater oder mir selber dadurch ja nichts beweisen können. Also das war einfach so, ich wollte denen zeigen in meiner Familie, dass ich auch selber was schaffe. Und die hatten mir damals immer gesagt, also das Einzige, die haben das ja gesehen, mit 10 habe ich immer Gitarre und Klavier gespielt. Und das Einzige, was sie da schaffst, also die haben immer gesagt, Musik, das schaffst du nie. Und das hat mich natürlich mega gereizt. Nicht? Also und ich wollte, also die haben das auch mit allen Mitteln versucht. Ich habe keinen Klavierunterricht bekommen, ich habe keinen Gitarrenunterricht bekommen. Hab mir dann, war beim Bauern dann Kartoffel auskriegen, um mir das Geld zu besorgen, um mir eine Gitarre zu kaufen und so. Und dieser Drang, also Musik zu machen, der war eben sehr, sehr groß. Ne? Und das war total gegen meine Eltern. Und dann war eben die Entscheidung, machst du diese Firma, verdienst auf lau viel Geld oder machst eben was Eigenständiges, eben Musik. Und da hat mein Vater damals eben immer gesagt, ja, irgendwann stehst du vor dem Bahnhof und dann muss ich da 5 Mark reinschmeißen und so. Und da habe ich gesagt, warte mal ab und so. Dem würde ich ab und zu einen kleinen Konto ausschicken. Ja, ja. Nee, und dann wollte ich dem das natürlich beweisen und dann habe ich auch richtig Gas gegeben. Also ich habe, also... Da gab es keinen Weihnachten, kein Silvester, nichts. Hart also, gearbeitet. Ja. So ein Erfolg fällt auch nicht in den Schoß. Nee, überhaupt das haben Sie nicht. Vorhin schon gesagt, mit 16 Stunden im Studio. Ja. Ganz was anderes. Sie leben mit einer Lebensgefährtin zusammen, außerhalb von Hamburg, im Land ein bisschen. Können Sie Gefühle zeigen gegenüber Ihrer Lebensgefährtin? Ja, wenn die Tür zu ist und keine Kamera da ist, kann ich das. Aber also das... Also in dieser Branche, wo ich jetzt bin, dieser Showgeschäft, ne, ja, ja. Da sieht man das ja jeden Tag, also dass irgendwelche, da kommt dann irgendein Künstler mit seiner Freundin und dann geht das da Puschi, Puschi und Küsschen hier und Küsschen da und 2 Tage später sieht man die, dann haben sie sich schon wieder getrennt. Ja. Und also ich mag das nicht so gern, so eine Öffentlichkeit, also ich sag mal rumküssen und sich zu erzählen vor allen Leuten, wie gern man sich hat. Ich finde, das ist so dass der Rest meiner Intimsphäre. Ich meine, sonst wühlen die da ja sowieso überall rum. Aber ich sag mal, das, was ich mit meiner Freundin mache, das mache ich eben zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit. Sie sind ja schon sehr lange mit ihr befreundet. Ja, 9 Jahre. Mit einer kleinen Unterbrechung, von der wir ja alle ausführlich gehört haben. Die muss ja sehr tolerant sein, ihre Freundin. Ja, also ich meine, das ist eine ganz tolle Frau und die hat mir, also ich habe sie dann ja angerufen, habe gesagt, du, ich habe jetzt jemand anders kennengelernt, ich möchte mal kurz heiraten und das fand sie natürlich nicht so witzig, aber die hat mir gleich in dem Telefonat gesagt, du kommst sowieso zurück. Ach so, und ich weiß das. Sie war gelassen. Ja, sie war echt relativ entspannt, weil sie sagte, also so ein Verrückter, mit dir kommt sowieso keiner aus, außer ich. Und sie war wirklich relativ gelassen und wusste, dass ich irgendwann wiederkomme. Und das war also dann 4, 5 Wochen später, habe ich dann auch wieder angerufen. Hat die Art und Weise, wie die kurze Affäre mit Verona Feldbusch sich niedergeschlagen hat in den Medien, hat das an ihrem männlichen Ego gekratzt? Nee, also ich habe ja viele Fehler, habe ich ja vorhin schon gesagt, gemacht in meinem Leben. Und andere Menschen, normale Menschen, können das eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Und bei mir ist natürlich immer so, dass jedes Ding, was ich so mache, eben natürlich am nächsten Tag in der Bildzeitung steht. Und ich meine, also ich habe auch schon oft im Leben verloren, wo ich einfach falsche Sachen gemacht habe. Und das war bestimmt ein Fehler in meinem Leben. Aber ich möchte, also ich kann irgendwie nur an Fehlern lernen. Wenn ich alles richtig mache, wo soll ich da lernen? Und genau wie damals mit dem Alkohol oder was, oder alle Geschichten, die ich so gemacht habe. Ich habe Anlageberatern Geld gegeben, die waren weg und so weiter. Denn eigentlich, wenn man so hört, 8 Jahre sagten Sie gerade mit der... Jetzt mittlerweile 9. 9. Und Sie waren ja vorher auch lange verheiratet. Ja, ich war 17 Jahre mit meiner ersten Frau zusammen. Würden Sie sagen, Sie sind ein treuer Typ eigentlich? Mega treu. Mega treu. Ja, weil, also ich bin seit 20 Jahren bei der gleichen Schallplattenfirma, seit 20 Jahren beim gleichen Musikverlag. Ich hätte Multimillionen mehr verdienen können, wenn ich immer schön gewechselt hätte ja. In der Vergangenheit. Habe das aber nie gemacht, weil ich habe da meine Freunde bei der Schallplattenfirma, beim Musikverlag und so. Und ich, also warum soll man die immer wechseln jetzt, nur weil man vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient? Also, als Sie sich getrennt haben, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie Kinder haben. Und die sind aus dieser ersten Ehe. Wie alt waren die, als Sie sich getrennt haben? Also das ist 9 Jahre her. Also da war mein Sohn irgendwie so 5, 6 und der zweite Sohn irgendwie 2. Und meine Frau war damals eben schwanger mit dem dritten Kind. Ist auch hart, wenn man dann sich trennt und wenn man die Frau sozusagen verlässt. Hat Sie das große Kämpfe gekostet oder haben Sie das so mit links... Ne, sowas kann man nicht mit links machen. Also ich habe noch, also es ist jetzt so, ich bin seit 9 Jahren jetzt ja von geschieden. Ja, ja, ja.
Und es ist einfach so, mir passiert das jetzt nochmal. Also ich sehe meine Kinder jedes Wochenende. Und trotzdem, also so blöd das klingt, also man heult da schon ab und zu mal. Und haben Sie ein schlechtes Gewissen? Total. Ich meine, also das ist, also ich würde sowas auch nie wieder jemand antun wollen, nicht? Nur damals war das so eine Entscheidung. Also entweder lebe ich weiter mit der Frau, die ich irgendwie vielleicht nicht mehr lieb ganz so richtig. Und ich hatte damals eben Nadja kennengelernt und da war das auch so eher für mich irgendwie so mega unehrlich, jetzt immer wieder zu dieser Frau zurückzugehen. Und nur mal klar, ich meine, meine drei Kinder konnten natürlich da überhaupt nichts für. Deshalb stehe ich natürlich auch ewig in deren Schuld und würde auch nie irgendwas jetzt nochmal in meinem Leben machen, was die irgendwie belastet. Zum Beispiel fragen mich natürlich viele auch, warum hast du mit deiner neuen Freundin noch kein Kind? Aber das finden meine Kinder, also meine anderen drei, würden das eben nicht so witzig finden. Und deshalb warte ich jetzt erstmal so lange ab, bis die älter sind, bis sie das wirklich vielleicht irgendwann verstehen. Und dann gibt es vielleicht einen Weg, also Kinder zu haben. Nicht? Aber hören, die sind ja schon etwas älter jetzt, der Größte ist 12 oder so. Ja, der wird jetzt 13. Hört er Ihre Musik? Ja, klar. Das freut einen doch, oder? Das freut einen schon, aber ich meine, da passieren natürlich dann auch so wilde Sachen. Also insofern, also meine Kinder stehen total auf meine Musik. Mhm. Aber mittlerweile werden die natürlich ein bisschen älter und so. Und wenn ich dann eben nach Hause komme und in die Zimmer gehe und ich die dann so gleich sehe, dass sie so ihre Michael-Jackson-Platten irgendwie nach unten unter das Bettkissen stecken, damit ich die ja nicht sehe, weil ihr Papa vielleicht traurig ist, das rührt einen. Aber nett. Das, ja, ich meine, ich habe sowieso die besten Kinder der Welt. Die sind, also meine, also die, nee, wirklich, die sind so sensitiv, also wirklich tierisch gut drauf. Wie ist das, wenn Sie in die Disco gehen? Gehen Sie mit Ihrer Freundin? Öfters, also meistens alleine. Alleine oder mit Freunden oder so? Ja, also und meistens mit Freunden, ja. Also mit Männern eben. Ne? Also eine Männerrunde und wie ist genau. Das dann? Da müssen doch die Frauen also ziemlich sie permanent in Versuchung bringen, oder? Nee, also viele natürlich mittlerweile, also man nennt das ja Piste, ne? Wo man so am Boden ist. Ja. Das hat sich schon bis zu mir herumgesprochen. Wir gehen heute auf die. Also ich mache es jetzt nicht mal, aber bis vor ein paar Jahren, heute gehen wir auf die Piste und da schrillen wir uns auf. Ja, genau. Und da ist es natürlich so, dass natürlich einige Models oder sowas jetzt denken oder so, ich greife mir heute den Bohlen und morgen habe ich eine Mio. Ich meine, so einfach ist das nicht. Ne? Und ich meine, also man wird natürlich oft angebaggert, das ist ganz klar. Aber, also ich meine, aber ich auch schwer als amerikanischer Präsident, nicht? Naja, aber ich meine... Wenn man immer so gut aussieht, angemangelt wird, alle möchten gerne. Ja, aber ich finde, wenn das der einzige Fehler ist, den der Clinton da gemacht hat, ich meine, alles andere Sachen, die der macht, das ist mega, also der mega toll. Ich habe ja auch, Gott sei Dank, politisch so ein Glück im Augenblick, dass wir diese Dinge... Ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass er Glück hat, sondern ich meine, also diese ganze Wirtschaftspolitik, die er da gemacht hat, Steuern runter und jetzt ausgeglichenes Defizit. Glück ist da immer auch dabei, aber er ist tüchtig, sicher. Er ist wirklich tüchtig und hat da tolle Sachen. Und ich meine, dass er ab und zu da mal ein bisschen mit Mädels rummacht, also ich finde, das kann man dem auch ein bisschen verzeihen. Stimmt das, dass Sie ein Angebot haben, auch eine Talkshow eventuell zu machen? Ja, eventuell nicht. Also im Moment rufen quasi jeden Tag Leute an, die unbedingt wollen, dass ich moderiere. Und was mich natürlich ein bisschen davon abhält, ist natürlich, dass Verona das auch macht. Also ich mache jetzt nicht sowas wie Piep, bestimmt nicht. Piep. Aber im Grunde, wenn Sie eine Talkshow machen würden, würden Sie ja zu Ihren Ursprüngen zurückkehren. Modern Talking, ne? Ja, so ähnlich. Aber Sie trauen sich zu? Natürlich, also ich traue mir alles zu. Es gibt nichts, was Sie nicht tun. Das unterscheidet uns. Sie trauen sich zu? Ja, aber Sie machen es doch auch. Ich traue mir nicht zu, eine Platte zu besingen. Nee, das können wir nachher mal drüber reden. Okay. Vielleicht, also ist kein Problem, glaube ich. Herr Kollege, vielen Dank. Alles Gute. Okay. Dankeschön. Fehlen, versäumen, wenn Sie wollen. Sie sind schon 15 Jahre alt, sind Sie schon freie Menschen. Das ist natürlich wunderbar. Schon freie Menschen und können schon was mit den Händen tun, Holz arbeiten. Für mich war es auch interessant, wie die Sportjournalisten, mit denen man ja ständig zu tun hat, eigentlich reagiert haben. Ja. Denn Journalisten leben ja eigentlich von der Sensation und dort haben die Leute sich doch die Mühe gemacht oder auch Gefühl gezeigt, die Sache zu hinterfragen. Und das hat mich schon überrascht. Das zeugt ja auch eher von der Intelligenz. Ich meine, das kann man doch nur selber wissen,
weil es irgendwie wie keinen Sinn mehr macht oder so. Das kann doch der Typ da in der Ecke nicht sehen, wenn es einem schlecht geht. Nein, aber bevor ich mich da irgendwie killen lassen würde, würde ich auch sagen, komm. Aber Sie haben gehört, es kann nur sozusagen sein Fall und noch einer. Sonst weiß man in der Box-Geschichte von keinem Fall. Das passiert so selten. Ja, vielleicht sind die nicht intelligent genug. Oder? Naja, nicht nur intelligent. Ich meine, ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, Sie sind ja nun überhaupt nicht so das Großmaul oder so. Was ist ja bei Boxern auch. Sie haben noch nie Selbstzweifel gehabt, oder doch? Hat doch jeder, ne? Ja, aber Sie wirken sehr sicher. Ja, aber ich meine, also das ist immer, das kommt immer drauf an. Ich meine, wenn ich da am Pult sitze oder so, am Pult sitze und meine Musik mache oder so, da haut mich ja keiner. Und ich meine, wenn ich da jetzt bei... Das stimmt. Ich meine, bei ihr, also ich möchte mit ihm nicht tauschen. Nicht? Also für kein Geld der Welt, also würde ich da reingehen und da auf einmal sehe ich da so einen Brocken stehen und der will mir nur auf die Glocke hauen. Also. Na gut, den Tommy Ungerer haut auch keiner und trotzdem hat er viele Selbstmotivationen zu arbeiten. Für sie ist das... Ja, aber wenn man sich darüber Gedanken machen würde jetzt jedes Mal, bevor man aufsteht. Es gibt so viel schöne Musik und es gibt so viele schöne Zeichnungen, dann dürfen wir beide ja nie mehr was machen, weil es gibt ja schon quasi, jede Melodie ist erfunden, jedes Gemälde ist gemalt oder so, da muss man einfach sagen, komm, ich will auch mal ein bisschen was, lass mich mal auch mal probieren. Ja, aber man kann ja trotzdem, also ich schreibe ja auch 1000 Nummern meinetwegen, die ich dann wegschmeiße, weil ich sie nicht gut finde. Also man sagt ja nicht, bei jeder Zeichnung oder bei jedem Musikstück, was ich jetzt mache, Mensch, das ist toll. Man schmeißt ja unendlich viel weg und vielleicht von 100 Sachen nimmt man dann eins, wo man sagt, das ist ganz schön, das gefällt mir. Trotzdem denke ich mit mir.